ja Schweinehalter aus dem Kreis Borken, aus Nordrhein-Westfalen. Ihnen ist die moderne Nutztierhaltung wichtig, Ihnen liegt das Wohl der Tiere am Herzen. Und die Frage lautet, wie definieren Sie Tierwohl? Also ich finde Tierwohl als umfassenden Begriff zu sehen. Es ist nicht nur die Frage, welche technische Begriffe wir haben, wie viel Quadratmeter Platz, wie breit ist oder wie eng und wie weit ist der Schlitz im Spaltenboden, wie viel Tränken sind im Stall, wie viel Spielzeug ist im Stall, sind alles wichtige Kriterien. Aber am Ende ist das Wohl der Tiere nicht zu definieren durch irgendwelche technischen Funktionen. Es geht nicht um die Frage, wie viel schafft die Lüftung, wie viel Kubikmeter in der Stunde, wie ist die Luft, wie ist der Ammoniakgehalt. Alle diese Fragen sind für uns natürlich wichtig. Wie ist das Futter? Wie stellen wir es zusammen? Kommt es von unserem Acker? Wie ist es zusammengestellt? Wie füttern wir? Am Ende ist Tierwohl eine ganz wichtige Komponente für mich, die handelnde Person, der Mensch, der Bauer, die Bäuerin, die sich täglich um die Tiere kümmert. Das ist entscheidend für mich und da spürt man schon, ob es den Tieren gut geht. Ich sehe das bei uns, wir haben auch Mitarbeiter auf dem Betrieb und sie brauchen, wenn wir zusammensitzen, überhaupt nicht zu fragen, ob es den Tieren gut geht, sondern das sehe ich am Gesicht meines Mitarbeiters, wenn der nicht gut drauf ist, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass im Stall irgendwas los ist. Und deswegen glaube ich, der Mensch ist die Hauptkomponente. Vielen Dank, Herr Röhring.